Ja, sicherlich kann das unwahrscheinlich viele Ursachen haben. Ziemlich weit gefächertes Spektrum, angefangen von Zahnschmerzen zum Beispiel oder irgendwelche Zahninfektionen, die Schmerzen verursachen können. In der Mundhöhle können eitrige Infektionen auftauchen, die den Hund dazu veranlassen, wenig zu fressen. Wenn Übelkeit mit dazu kommt, dann spielen sehr, sehr häufig auch Magenentzündungen oder Magengeschwüre eine Rolle. Nicht außer Acht zu lassen sind fiebrige Infektionskrankheiten. Hier kann man auch mal Fieber messen, ist auch eine recht einfache und effektive Methode. Oder eitrige Infektionen wie Gebärmutterentzündungen, aber auch Hormonstörungen könnten hier eine Rolle spielen. Unterfunktionen der Schilddrüse machen die Tiere auch müde, schlapp, lassen sie relativ wenig fressen. Und sie machen immer einen traurigen, abgeschlagenen Eindruck. Also ein sehr weites Spektrum. Hat dir dieses Video gefallen? Ja? Hast du unseren Kanal schon abonniert? Nein? Das solltest du dringend tun. Einfach hier klicken und dann verpasst du gar nichts mehr. Vor allem kriegst du alles sofort mit, wenn du auch noch die Glocke aktivierst. Und dann habe ich, wenn dich das Thema weiter interessiert, gleich zwei gute Empfehlungen hier.